Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Ich brauche ein Auto. Ich kann zwar. Oh, bleib so stehen. Shit. Ich brauche ein Auto. Da musst du gerade noch. Ja, ist egal. Scheiß auf, gib her. Komm her. So, was haben wir denn noch Schönes an Missionen? Gut, sie hat noch mal eine Mission für uns. Okay. Boah, das war knapp gerade. Upsi, dann müssen wir da wieder raus, weil... die Ecke kennen wir ja aus der vorletzten Folge. Catalina, is that you again? Ja. Die wollte doch nicht irgendwie. Denang boys aren't going to get an easy ride. So what? It's just a gap. Komm mal raus hier. Ach, Scheiße, jetzt habe ich natürlich den Kopf noch gesehen. Lure. Komm sofort wieder. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. So, ich stecke in Abdeckung bestimmten Wagen, das heißt in denen hier wahrscheinlich. Ich soll raus aufs Land fahren. Okay. Geh mal weg. Steige nicht aus dem Lockvogelauto. Muss ich denn da hin?
Also müssen wir dieser Straße hier folgen. Schön, dass auch die Polizei mal jemand anders verfolgt und nicht immer nur mich. So, dann die Straße runter und dann von mir aus gesehen rechts. So, jetzt sind wir hier. Da kommen die Jungs. Frage den Jackpot, oh, leck mich doch am Arsch, hier so ein Rennen. Krass ist, dass ich die nicht abgehängt bekomme, die Jungs. Na super, genau. Kommt aber jetzt mit vier Leuten jetzt an. Oh. Ah, geht mir nicht auf den Piss, Alter! Haut ab von mir, Mann! Ja, ist vorbei. Ah, geht mir nicht auf den Sack! So, können wir es hauen?
Können wir jetzt gehen oder was? Oder was? Sind wir fertig mit der Mission? Johnson, it's Guppy. Are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfire Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! Zumindest haben sie es gerafft. So, wunderbar. So, haben wir jetzt wieder eine Mission hier unten, oder? Ne, geht nicht weiter, ne? Dann müssen wir jetzt wieder quasi zurück zu Woozy. Warum? So. Ja, dann müssen wir sogar wieder zurück. Ich will jetzt wieder zurück erstmal nach Chinatown. Ich bin froh, dass es so noch geklappt hat beim ersten Mal. Nochmal so eine Mission zu fahren. Oh, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Aber gut, wir haben es geschafft auf jeden Fall. Die Aufgabe ist erledigt. Wir machen heute weiter. Was heißt, wir machen heute weiter? Wir machen morgen weiter. Alte GTA-Krankheit. Bin ich da jetzt wieder drauf oder was? Ne, ja, scheiße Feuerblöcke. Der war schuld.
So, wir haben ja ein bisschen was geschafft heute auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession. Haben wir nicht im Gegenwart von Wu oder in der Nähe da von Wu sie ein Haus? Aber, ja, genau, wollte gerade sagen, wir haben noch ein Haus da oben. Ach, Gott sei Dank sind wir wieder zurück in der schönen Stadt hier. Das heißt, wir machen hier mit dem Kollegen morgen weiter. Dann wahrscheinlich um 20 Uhr. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ein Tag morgen ist. Kann das sein, dass wir um 19 Uhr nehmen. So, jetzt kann ich mir die Bühne auch hier kaufen für 20.000. Das war nämlich der Plan an der Sache eigentlich. Das war ja schon mal während der Mission der Plan. So, geht jetzt weiter. Versteck. Da. So, dann haben wir das erledigt. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA San Andreas. Und dann schauen wir mal, ne? Bis dahin und auf Wiedersehen.